Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Interview der Woche hier auf TV Schwerin. Heute habe ich mir Herrn Lorenzen eingeladen von der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin. Es wird finanztechnisch heute. Herr Lorenzen, wir haben Anfragen auch von unseren Zuschauern. Es gab Fragen letztendlich, es gab Anschreiben von der Bank auch. Die Sicherheitsverfahren werden neu organisiert, wenn man so will. Da gibt es neue Authentifizierungs- und ist das ein Prozess, in dem die Sparkasse da ist, um mehr Sicherheit für den Endverbraucher zu schaffen? Ja, Herr Böhm, genau das ist das Thema. Es geht um die zweite Zahlungsdienste-Richtlinie, die europaweit gilt, die schon seit Anfang 2018 Gültigkeit hat, aber richtig ihre Wirkung entfaltet mit Wirkung vom 14. September diesen Jahres. Es geht da um die Themen Zahlungsverkehr auf der einen Seite bequemer und sicherer für die Kunden zu machen, aber auf der anderen Seite das, was Europa auch immer auf ihren Fahnen vor sich herträgt, den Wettbewerb zu fördern. Das sind Themen, die uns ein Stück weit natürlich als Sparkasse auch umtreiben und Sie sprachen es an, ein wesentliches Thema ist dabei das Thema starke Authentifizierung. Ist das Thema Internetkriminalität, auch was Banken anbelangt, wirklich so ein wichtiges Thema oder hat man das im Griff oder ist das... Also grundsätzlich haben wir als Kreditwirtschaft diese Themen im Griff, aber Sie wissen ja, es sind immer beide Seiten zu betrachten. Wenn Sie mit technischen Geräten auch als Kunde eben mit einem Kreditinstitut in Kontakt treten, dann müssen natürlich beide Seiten entsprechend sicher sein. Und von daher macht es irgendwo schon Sinn, hier ein Stückchen weit auch auf die Sicherheit zu schauen. Und deswegen ist dieses Thema starke Kundenauthentifizierung in aller Munde. Ja, das müssen wir nochmal erläutern. Authentifizierung. Interessantes Wort. Ich kann mir was darunter vorstellen, aber aus Bankensicht kann ich das nochmal erklären. Es ist quasi der elektronische Ausweis, den Sie abgeben dort, der häufig ja bisher nur mit einem Merkmal, mit einem Kundenmerkmal durchgeführt wurde. Jetzt ist es so, dass man mindestens zwei Merkmale dort hinterlegen muss, um Zugang zu seinen Konten zu bekommen oder eben auch Zahlungsverkehrsvorgänge auszulösen. Das sind Dinge, die man entweder besitzt, ich sag mal eine Karte körperlicher Art, eine Bank- oder eine Sparkassenkarte oder eben auch digitalisiert auf dem Smartphone, auf dem zum anderen ein Thema, was man kennt, also ein Code oder ein Passwort. Und das dritte Thema sind die biometrischen Themen, also zum Beispiel der Fingerabdruck oder in ferner Zukunft vielleicht auch mal die Iris aus dem Auge heraus. Also aus diesen drei Dingen mindestens zwei Merkmale müssen kombiniert werden ab 14.09. für viele, viele zusätzliche Vorgänge bei Kontozugriffen und Auslösung von Zahlungsverkehrsvorgängen. Ja, 14.09. Stichtag, PSD2-Richtlinie. Das ist genau das, was Sie im Grunde beschrieben haben. Dann tritt das in Kraft. Ja, dann tritt es in Kraft und es sind dort mehrere oder einige wenige besondere Fakten oder Themen, auf die man einfach ein Stückchen weit auch hier eingehen müsste oder sollte in unserem Gespräch. Zum einen ist es so, dass wir ab 14.09. Oder die Kunden nicht mehr unbegrenzt auf ihre Konten zugreifen können. Es wird also in gewissen Abständen zusätzlich zu der PIN, die einzugeben ist, heute ja schon im Online-Banking eine Transaktionsnummer abgefordert. Alle 90 Tage, also sprich so spätestens ab Mitte Dezember, müsste man dann zum ersten Mal dort eben auch eine TAN eingeben. Das wird aber einige Tage vorher angekündigt. Das macht ja durchaus Sinn, dass man also sein Konto nochmal zusätzlich schützt, falls jemand anders doch Zugang erlangt hat und das Konto beobachtet oder was da passiert, dann hat man die Sicherheit, dass genau das nicht mehr passieren kann. Genau, das ist genau der Sinn und Zweck dieser Thematik. Die Herausforderung oder die kleine Änderung für den Kunden wird dann natürlich an der Stelle sein, wie komme ich an diese TAN-Nummer, wo bekomme ich diese her? In diesem Zusammenhang bieten wir mehrere TAN-Verfahren an, wie man diese Dinge dann auch oder wie man diese TAN erzeugen kann. Das einfachste Verfahren ist einfach, wenn man überlegt, viele Kunden greifen heute ja per Smartphone oder per Tablet auch auf ihr Konto zu, eine weitere App zu installieren, die Push-TAN-App, wo man dann in gesichertem Umfeld in einer App eben eine weitere oder die TAN-Nummer entsprechend generiert, die man dann in sein Verfahren oder für seinen Kontozugriff dann für die nächsten 90 Tage verwenden kann. Wenn ich sowas alles nicht mehr habe, also wenn ich
zum Beispiel unsere älteren Zuschauer, nicht über ein Smartphone verfügen oder über ein Tablet-Computer. Wie sieht es dann aus? Was kann ich da machen? Diese Listen gibt es ja nicht mehr. Also, dass ich Listen zugeschickt kriege, TAN-Listen, das war ja früher, aber das ist abgeschafft. Das ist abgeschafft worden. Es geht ja letztendlich hier auch grundsätzlich um das Online-Banking. Also in irgendeiner Form sind Sie ja auf elektronischen Wege mit der Sparkasse oder mit Ihrem Kreditinstitut entsprechend verbunden. Und wenn man einfach sich die Lebenswirklichkeit heute anguckt, die überwältigende Mehrzahl von Kunden haben irgendwo einen Zugriff auf einen Computer, auf ein Tablet oder auch auf ein Smartphone. Und deswegen, weil es hier um das Online-Banking als solches geht, sind diese Verfahren natürlich auch entsprechend dann mit den Geräten gekoppelt. Ja, aber wenn man jetzt Fragen hat, kann man natürlich jederzeit in die Sparkasse kommen und da auch direkt sich beraten lassen zu dem Thema. Das kann man jederzeit tun. Genau. Das Gute ist, das finde ich persönlich ganz gut, dass es auch Ausnahmen gibt vom TAN-Verfahren. Das heißt, es gibt bestimmte Sachen, wo ich keine TAN mehr brauche. Das stimmt. Ja, genau das stimmt. Also es ist ein Stückchen weit so, dass man natürlich versucht, den Zahlungsverkehr sicherer zu machen, deswegen die TAN. Auf der anderen Seite eben aber auch bequemer für den Kunden. Und es gibt ja Zahlungsverkehrsvorgänge, die ein Stück weit Routine sind, wo der Kunde sagt, da habe ich eigentlich oder sehe ich überhaupt keine Risiken. Zum Beispiel Überträge vom eigenen Konto, von einem eigenen Konto auf ein anderes eigenes Konto innerhalb der Sparkasse beispielsweise. Ja. Das scheint relativ risikolos zu sein und das wird zukünftig ohne TAN-Eingabe sogar funktionieren. Oder Kleinstbetragszahlungen bis 30 Euro, fünfmal, in Summe maximal 100, damit das nicht ausgenutzt werden kann von entsprechenden Menschen, die da vielleicht Böses im Schilde führen. Auch das wird zukünftig ohne TAN-Verfahren gehen und Sie haben auch die Möglichkeit, wenn Sie so an die erweiterte Verwandtschaft denken oder vielleicht auch die engere, zum Beispiel den Ehepartner, dort eine sogenannte Whitelist anzurichten von Content, wo Sie sagen, die steuere ich öfter mal an, da möchte ich nicht jedes Mal eine TAN eingeben, das ist für mich okay an der Stelle. Und dann haben Sie dort eben auch die Möglichkeit, das zu hinterlegen im Online-Banking und dann wird dort auch keine TAN-Nummer abgefragt. Also auf der einen Seite etwas mehr Sicherheit für Dinge, die eben ein Stückchen weit Gefahr laufen, von Dritten angegriffen zu werden, wenn Zahlungen von Ihrem Konto außer Haus gehen. Auf der anderen Seite aber auch etwas bequemer, wenn es kleine Summen sind oder eben Konten sind, die Sie selbst im Blick haben, muss ich sagen, da kann ich guten Gewissens auf die TAN auch verzichten und das Ganze etwas schneller und bequemer machen. Ja. Gibt es noch weitere Schutzmechanismen jetzt für die Kunden? Ja, also wir haben natürlich seit Jahren im Einsatz auch im Rahmen unserer Phishing-Prävention ein Stück weit ein Verfahren, wo im Hintergrund auffällige Zahlungen versucht wird zu erkennen. Das ist auch relativ erfolgreich. Wenn so ein Fall vorkommt, dann nehmen wir in der Regel Kontakt zu unseren Kundinnen und Kunden auf. Und dann autorisiert der Kunde oder er autorisiert nicht. Also das im Sinne der Sicherheit für unsere Kundinnen und Kunden kommt dieses auch sehr gut an. Und das ist so eine Sache, die läuft schon länger und erfreut sich auch, wenn es denn mal vorkommt, großer Dankbarkeit. Ja, das hatte ich jetzt auch mal, wo man mich wirklich angefragt hat. Und da war ich doch, es war eine reguläre Zahlung, die da veranlasst wurde oder eine Abbuchung. Trotzdem war ich froh, dass die Sparkasse drauf guckt und sowas auch mit verfolgt. Eine Frage habe ich noch, und zwar, wenn ich mich jetzt beim Online-Banking abmelde. Das ist ja, ich mache den Computer, lasse ihn einfach stehen und es geht irgendwann automatisch. Jetzt ändert sich auch was. Ja, das wird auch etwas schneller passieren. Es gibt ja, denke ich, in vielen, vielen Anwendungen im Internet, wenn man regelmäßig dort unterwegs ist, denke ich, wird man das kennen, dass man nach gewissen Zeiten automatisch abgemeldet wird. Das war bisher ein Zeitraum von 12 Minuten bei uns in der Sparkassen-Internetfiliale. Das wird zukünftig 5 Minuten sein. Man braucht aber keine Angst zu haben, wenn man gerade dabei ist, Zahlungsverkehrsaufträge zu erfassen oder Ähnliches dort an der Stelle, dass die Daten weg sind. Auch das, genauso wie die Eingabe dieser 90-tägig erforderlichen TAN, wird rechtzeitig, natürlich im kürzeren Zeitraum, weil es hier nur um einen 5-Minuten-Zeitraum geht, angekündigt, sodass man alle Zeit der Welt hat, hier entsprechend dann die Dinge auch zu erneuern und nicht seine aufwendig eingegebene Überweisung auf einmal weg ist. Ja, also aber sobald ich wieder den Computer berühre, was eingebe, dann laufen also die 5 Minuten Da werden Sie darauf hingewiesen und da braucht man keine Sorge zu haben, dass das nicht funktioniert an der Stelle. Dann sind Sie auch Sparkasse auch daran interessiert, letztendlich möglichst viele Menschen davon zu überzeugen, Online-Banking zu machen. Welche weiteren Vorteile bringt das?
Ja, also grundsätzlich ist es natürlich so, dass es für beide Seiten, sowohl für den Kunden als auch für die Sparkasse an der Stelle insofern vorteilhafter ist, dass es a. schneller geht, dass viele Dinge auch kostengünstiger abgewickelt werden können für beide Seiten, sowohl für den Kunden als auch eben für uns als Kreditinstitut. Und natürlich die Sicherheit, die gar nicht zu unterschätzen ist. Ich würde nochmal an der Stelle das Thema SID-Check im Zusammenhang mit Kreditkartenzahlungen ansprechen wollen. Auch ein wichtiges Thema, was unsere Kundinnen und Kunden so mit Blick auf den 14.09. umtreiben wird. Denn auch dort, wenn man die Kreditkarte im Internet einsetzt, wird ab 14.09. ein weiteres Sicherheitsmerkmal erforderlich sein. Das ist der sogenannte S, also Sparkassen-ID-Check. Und dazu wird es aber von uns aus jetzt von Seiten der Sparkasse noch ein Mailing geben für Kundinnen und Kunden, die im elektronischen Postfach bereits unterwegs sind, online. Ja. Für alle weiteren per Brief. Wo eine Anleitung verteilt wird und wo Hinweise gegeben werden, was zu tun ist, damit man auch nach dem 14.09. noch mit seiner Kreditkarte im Internet einkaufen kann, wenn man es denn möchte. Ja, wir wollen es nicht zu weit komplizieren. Eine Frage noch zum Schluss. Und zwar, ich bin ja stolzer Besitzer eines iPhones, wie ganz viele andere Menschen auch. Und da gibt es ja so eine Funktion, die ich noch nicht aktivieren kann mit der Sparkasse, Apple Pay. Kommt das jetzt demnächst oder wie sieht es aus mit dem kontaktlosen Bezahlen? Das steht ja dahinter. Ja, also das kontaktlose Bezahlen, das geht natürlich grundsätzlich heute schon. Das funktioniert auch mit dem Kartenkörper, mit dem physischen Kartenkörper. Beispielsweise hier am Parkplatz in der Graf-Schack-Allee. Da haben wir ja vor kurzem diese Technik installiert und die aufwendige Suche nach Kleingeld gehört an der Stelle der Vergangenheit an. Wenn Sie Apple Pay ansprechen, dann sind Sie beim mobilen Bezahlen über Smartphones. Das gibt es bereits für die Android-Handys. Also sprich Samsung und ähnliche mehr für ihr iPhone, also ihr iOS-Smartphone dort an der Stelle, wird es das geben. Nun müssen wir ein Stückchen weit die Zuschauerinnen und Zuschauer, unsere Kundinnen und Kunden auch noch ein klein wenig auf die Folter spannen, denn der genaue Termin, das wird alles ganz, ganz eng auch mit der Firma Apple abgestimmt. Dort gibt es auch durchaus Verschwiegenheitspflichten, aber wir können uns darauf einstellen, dass wir dann irgendwann hier mit dieser Karte auch werden bezahlen können. Im Hintergrund wird aber verhandelt, wer letztendlich wo welche Tantiemen dafür kriegt oder wie kann man sich das vorstellen? Das ist ja im Geschäftsleben üblich, dass an allen Ecken und Enden dann auch darüber gesprochen wird, wer welche Stücke des Kuchens bekommt. Genau, aber meine Sparkassenkarte erkenne ich ja. Ich kann meine Sparkassenkarte auch dazu nutzen, dass ich zum Beispiel kontaktlos bezahlen kann. Manchmal muss ich die PIN noch eingeben, wenn bestimmte Beträge überschritten werden. Genau, das kontaktlose Bezahlen ist in der Regel bis 25 Euro an der Stelle dann PIN-frei, in der Regel. Und darüber hinaus dann eben mit PIN. Und dieses Verfahren, das erfreut sich wirklich wachsender Beliebtheit. Und vor allen Dingen, es geht viel, viel schneller, als wenn Sie die Karte eben wie bisher in den jeweilig dafür vorgesehenen Schlitz des Lasers einführen müssen, um dann entsprechend die Zahlung auszulösen. Von daher, auch der Handel profitiert davon, wenn er dieses Verfahren ein Stückchen weit eben auch auf seinen Geräten implementiert. Herr Lorenzen, vielen Dank für dieses Gespräch. Liebe Zuschauer, Sie haben es gehört. Technische Hinweise von der Sparkasse. Wenn Sie dem jetzt nicht folgen können, dann können Sie natürlich auch selbst in die Sparkasse gehen, können sich beraten lassen vor Ort oder Sie schauen sich einfach dieses Interview nochmal an. Also bis zum nächsten Mal, wenn es hier wieder heißt Interview der Woche.